Was macht er denn, der DAX? Das will ich mal mit euch ein bisschen genauer angucken, denn ich finde die Situation gerade sehr spannend. Einerseits, um daraus vielleicht einen Trade abzuleiten, aber eben auch die Art und Weise, wie man sowas anschauen kann, wie man sich so der Sache nähert, was man da am Chart sieht. Ich will euch das Ganze mal zeigen hier am DAX-Index oder am DAX-Future, der ist mehr oder weniger das Gleiche. Da können wir sowohl als auch drauf gucken. Schauen wir mal, wie die Situation hier aktuell aussieht. Gehen wir mal hier ein bisschen in den Nahkampfchart rein. Und da haben wir doch eigentlich die Situation, die wir so toll finden, nämlich einen schönen Schub hoch. Nee, das war die falsche Taste. Da machen wir auch die richtige. Ein Schub hoch, wackelig runter das, wackelig runter das. Ein schönen Fünfweller nach oben und schön wackelig nach unten. Wir hatten schon ein paar Mal hier drüber gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir gesagt haben, Mensch, da kann man doch hier oben vielleicht sich irgendwo triggern lassen hier. Und dann ist der Kurs aber immer wieder weiter nach unten, hat uns keine Möglichkeit wirklich gegeben, hier richtig reinzukommen in den Markt. Aber das Bild ist natürlich nach wie vor das gleiche. Wenn wir uns das mal anschauen, aktuell die letzte Tiefmarke hier, natürlich sehr aggressiv. Diese hier, die nächste Alternative wäre sicherlich diese. Das wäre etwas, was ich für einen Trigger absolut gut finde. Also, super, können wir doch jetzt daraus einen Trade bauen. Tatsächlich wäre das etwas, wo man sagen kann, wenn diese Marke, also hier diese Marke hier durchstoßen wird in dieser Abwärtsbewegung, dann ist das ein ganz gutes Zeichen, dass die Korrektur zu Ende ist. Naja gut, wenn die Korrektur zu Ende ist, müsste doch eigentlich die Haupttrendrichtung, also das Ding, sich nachher wieder fortsetzen und dann eben nach oben, ja, eben noch ein gutes Stück laufen. Zumindest mal so ungefähr stelle ich mir das doch immer vor. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen ins Detail gehen. Klassischerweise, wenn das die erste Welle ist, die hier unten beginnt, machen wir das mal so. Dann können wir als Orientierungspunkt, das ist kein Pflichtprogramm, aber als Orientierungspunkt, das Gleiche nochmal nach oben nehmen. Das können wir hier mal anlegen. Dann liegt der Punkt quasi hier. Das ist 15.451 jetzt hier auf dem Future gerechnet. Also das für euch so als Größenordnung. Klingt doch super. Hey, cool. Dann geht man doch hier rein, hast du doch immer gesagt, wenn er hier diese Marke bricht, also das muss nicht an der gelben Linie, das kann hier irgendwo auf der horizontalen liegen, wenn er da durchgeht, da long gehen mit Zielrichtung, dass der Kurs hier hingeht. Das klingt doch nach einem guten Plan, also bullische Seite. So, jetzt habt ihr vielleicht auch schon festgestellt, dass ich nicht immer richtig liege mit meinen Trades. Es kommt also nicht nur darauf an, dass ich eine Idee habe, wo der Kurs hingeht, sondern auch, wo stoppe ich denn das Ganze? Was ich natürlich nicht gut finde, ist, wenn der Kurs sich jetzt auf der Unterseite nochmal nach unten verabschiedet. Warum? Weil ich will ja jetzt dann nicht mehr fallende Tiefs haben. Das heißt, was ich auf keinen Fall will, ist, dass der Kurs hier unten durchgeht. Und dementsprechend könnte ich den Stop hier unten drunter setzen. Wir machen das sogar nochmal eine Stufe genauer. Nämlich, wir gehen diesen Tiefpunkt an, wir nehmen den Einstiegspunkt hier und sagen dann die 78er-Marke. Warum jetzt ausgerechnet die? Die ist natürlich auch nicht magisch, aber die 78er-Marke, die ist von der Wahrscheinlichkeit her sehr typisch, dass wenn die gebrochen wird, ja, dann wird die eh nochmal gebrochen. Und ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Bild dann so fortsetzt, nicht mehr sehr hoch. Ihr habt es vielleicht schon hin und wieder gesehen, dass ich mal so eine Zeichnung gemacht habe, die irgendwie so bauchig aussieht. Ich habe es jetzt nicht sehr sauber gezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit, also diese Fläche hier unten drunter sozusagen, hier, die ist relativ gering. Oh je, jetzt muss ich das einzeln rauslöschen hier. Das heißt, wir können den Stop auch hier hinsetzen. Das klingt erstmal nach einer coolen Geschichte. Das Doofe ist nur, dass wenn ich jetzt hier oben meinen Einstieg hinlege, da meinen Stop hinlege, da oben meinen Gewinn mitnehme, dann habe ich kein so tolles Chance-Risiko-Verhältnis. Nicht mal oder so ungefähr 1,5 zu 1. Das ist schon okay, aber es ist nicht so wirklich besonders gut. Denn wie gesagt, wir haben ja keine Trefferquote von 100%. Wir müssen also damit rechnen, dass sie niedriger liegt, dass wir noch mal ein bisschen Kosten haben, Gebühren haben. Manchmal läuft was schief, das heißt so ein bisschen Sonderkosten. Deshalb ist es gut, dass wir entweder eine sehr hohe Trefferquote haben. Die ist hier nicht schlecht bei dieser Idee, aber die Chance-Risiko-Relation eben nicht so sehr. Und deshalb müssen wir gucken, ob wir das nochmal ein bisschen feintunen können. Also diese grobe Idee finde ich super, aber das Feintuning ist noch so eine Sache. Jetzt kommen viele auf die Idee und sagen, naja, dann gehe ich halt nicht hier raus, sondern erst hier. Dann passt es doch wieder vom CRV, also von diesem Chance-Risiko-Verhältnis, ist doch dann super. Ja, das ist grundsätzlich gesprochen auch gut so.
Aber nur weil ich Bock drauf habe, ja, dann nehme ich die halt höher, ist das ja keine Orientierung für den Markt. Naja, Mensch, der Rüdiger, der braucht den Kurs da hoch. Ja, Mensch, hast du gehört, dann kaufen wir den noch bis da hoch. Das kann ich ja nicht einfach voraussetzen. Natürlich, wenn wir jetzt ganz sicher hier den Tiefpunkt haben, ja, dann gehe ich davon aus, dass wir auch noch höher gehen. 16.000, wir kommen. Aber es kann immer noch sein, dass wir hier ja in einer Zwischenkorrektur nur sind. Der Kurs jetzt hier dankenswerterweise so eine ABC nach oben macht und anschließend weiter nach unten geht. Es ist nicht ausgeschlossen. Solche Rücksetzer haben wir hier schon ein paar Mal gehabt. Also insofern vorsichtig mit, nee, der steigt ganz sicher jetzt hier hoch. Wenn ihr davon ausgeht, dass er sicher nach oben steht, dann müsst ihr natürlich nicht hier zwingend Gewinnmitnahme machen. Aber wir sagen dazu immer Mindestziel. Das heißt, das ist unser Orientierungspunkt, wo ich sage, bis dahin muss ich mit meiner Trading-Idee safe sein, muss ich super damit zufrieden sein. Weil das ist das, wo ich mindestens mal davon ausgehe. Es gibt zwar ein paar Prozentpunkte, weshalb der Kurs vielleicht nur 80% läuft oder sowas, aber das lassen wir hier mal außen vor. Das sind halt so die Nebenrisiken, die man hat, dass er halt fast gut gelaufen ist, aber ein bisschen kürzer. Aber ähnlich wie ich das hier mit dieser bauchigen Wahrscheinlichkeitskurve gemacht habe, ist es hier oben auch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er nur bis 80% läuft, ist nicht null. Aber sie ist halt dann nicht mehr ganz so groß und dementsprechend ist das nicht mein präferiertes Szenario. Die 100er-Marke, die ist da eigentlich relativ safe. So, was kann man jetzt machen? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will euch gar nicht so sehr mit Theorie. Das ist etwas, was wir im Born for Trading ja regelmäßig intensiver angehen. Aber wir jetzt mit diesem Video will ich jetzt das ein bisschen mal auf den Punkt bringen. Das ist vielleicht nicht der optimale Einstieg, aber da wir hier schon wieder in kleiner Ebene ebenfalls so ein Szenario bekommen, also das weiß ich noch nicht, ob dieser Ast da hinten noch so hoch geht, aber wenn wir das bekommen, dann können wir hier doch die nächste Korrektur nehmen und dann seht ihr, das, was ich hier gezeichnet habe, also dieses gesamte Blaue hier, das ist der kleine Bruder von diesem hier. Das heißt, ich kann die gleiche Idee hier ansetzen und kann dann sagen, wenn er dann nachher so einen Rücksetzer nochmal macht, ob der von da startet, ob der von da startet, ist mir völlig wurscht. Aber wenn er diesen Rücksetzer macht, also das Pendant hierzu, alternativ dazu kann es natürlich auch hier wackelig gehen, hat ja hier auch mit wackelig geklappt, dann wäre das eine gute Idee, hier die Fortsetzung nach oben zu handeln. Mindestens mal in der Länge, die wir hier vorne haben, wenn ich das mal so halbwegs von der Länge mal andeute. Das wissen wir noch nicht genau, ich weiß ja nicht, wo der Hochpunkt hier ist, aber die kann ich ja dann relativ leicht messen. Und dann kann ich sagen, hey, cool, ich kann den Trade auf dieser kleinen Ebene initiieren, kann ihn aber laufen lassen, bisher auch zu diesem Target und kriege dann ein noch tolleres Chance-Risiko-Verhältnis. So, das ist der Grund, warum ich heute nicht den DAX im Trade des Tages auch vorgestellt habe. Denn eigentlich ist die Idee super, aber hierfür fehlt mir noch die Realität. Den Teil muss er ja noch machen. Das heißt, ich habe dieses Einstiegsniveau nicht, mir fehlen noch diese relevanten Daten. Die können sich aber im Laufe des Nachmittags noch ergeben. Und deshalb der Hinweis an euch. Denkt vielleicht dran, vielleicht nicht so spontan an dieser Stelle jetzt long zu gehen. Ich will nicht sagen, das geht nicht. Aber die Chancen sind nicht optimal, die sind ein bisschen verschlechtert aufgrund dieser Struktur mit dem CRV. Und deshalb denke ich mal, wäre das eine Variation, die wir für uns normalerweise am liebsten haben, nämlich zu gucken, dann gehen wir eine kleinere Ebene, ob wir nicht dort das machen können. Denn diese Regel gilt natürlich auch im Kleinen, wenn wir hier so einen ersten Anstieg haben, hier das Wackelei, die Wackelei, dass sich das, was jetzt vorne ist, hier hinten nochmal anschließt. Das ist ein Klassiker. Ja, das ist also eine ganz normale Geschichte und es kann, wie in diesem Fall, auch mehr werden. Aber diese 1:1-Projektion ist immer eine gute Standard-Mindestorientierung. Deshalb rede ich häufig vom Mindestziel. Und wer will, kann ja den Stop einfach hinterher trailen und dann sagen, ich lasse es halt weiter laufen. Soweit heute mal ein bisschen eigenartiges Video. An dieser Stelle nämlich gar nicht so ein Index-Update im Allgemeinen. Ich finde die DAX-Situation aber so schön, dass ich gesagt habe, die will ich euch ja auch mal zukommen lassen. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, freue ich mich, wenn wir uns in den Märkten sehen oder eben, wie gesagt, im Trade des Tages, im Board for Trading, wo auch immer. Wir werden schon zueinander finden. In diesem Sinne euch alles Gute und bis später.